willkommen im TK 17 November. Zahn ist in der Kamera. Moin. Ja, was geht, was geht? Wir wollen 318 ES Motor einbauen. Ihr wisst es. Ist das schon drin oder was? Fast. Ja. Oh. Freunde, ihr wisst, ich wollte den 318 ES Motor einbauen. Ich brauche andere Achsen vom E36 Kompakt und bla 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 bla. Da, bevor ich mir alles zusammenkaufe, da haben auch viele reingeschrieben, ey, wieso 4-Zylinder, hau doch einen 6-Zylinder rein, ne? Da bin ich zufällig über Eddie gestoßen. Eddie sagt, Mehmet, ich habe doch einen 323 Ti, Alter, kannst die ganze Karre haben. Ja, was haben die gemacht, Digga? Ab nach Berlin, die Karre hergeschleppt. Jetzt ist das Auto hier, wir zerlegen die Karre, das Ding kommt rein. Gleich kommt eine Geschichte von Jan, wie er die Karre abholt. Und dann gucken wir mal, zeigen wir euch den 323 Ti. Das Ding wird hier eingepflanzt. Yalla. So Leute, ich fühle mich hier wie ein LKW-Fahrer. Hier fehlt mir nur noch so eine Hupe. Ja, wir sind gleich beim Eddie. Wir sind beziehungsweise nicht bei ihnen, sondern irgendwo, keine Ahnung wo. Film mal hier raus. Wir sind echt 10 Minuten mitten im Nirgendwo. Also ja, keine Ahnung wo das ist. Aber hier sollte eine Kompakt stehen. Etwas weiter oder so. Ja, also. Ich dachte, wir wohnen im Nirgendwo, aber das hier ist auch im Nirgendwo. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Da hat er uns einen Preis gesagt, der war unschlagbar, deshalb nehmen wir ihn auch mit. Und der Motor soll auch eigentlich gut laufen. Wir können ihn leider nicht per Achse überführen, weil er da irgendwie die, was meint er, Antriebswellen ausgebaut hat. Für seinen anderen 323, das ist ja so ein Verrückter. Ihr habt es gesehen, der hat ja einen in der Garage, einen fährt er, zwei hat er da. Ich glaube, er hat 5323 Kompakt und er steht auf dem Quatsch, aber geht auch wie er mag, ne? Wir haben ihn ja noch nicht gesehen, aber ja. Mal gucken. Aber interessiert uns ja auch nicht, Hauptsache der Motor läuft. Ja, genau. Da geht es eigentlich hauptsächlich nur um den Motor. Ja, und dann könnt ihr euch ja denken, warum wir den Motor brauchen, oder Freunde? Verraten tue ich es euch aber nicht. Das soll Mehmet selber machen. Ja. Leute, wir sind mitten im Nirgendwo. Ich weiß nicht, wo uns das gute Navi schickt. Weit und breit nichts außer Wiesen. Guckt euch die Straße an und jetzt... Ah, warte, ich fahre hier links. Dann kommt der gute Kollege hier vorbei. Weil, ja, ich glaube, da passt. Der Weg ist nur breit genug für einen von uns beiden. Und also, er gewinnt. Das ist aber kräftig überladen hier, der Kollege. Ja, ja, hier, schöne Grüße. Schon ein bisschen was, ne? Ja. Hermes ist auch hier am Start. Also egal, echt, das wollten wir euch nur zeigen. Aber guckt euch die Straßen an, hier ist nichts. Ja, Leute, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Da ist der 323 Ti. Was war das für eine Farbe nochmal? Farngrün? Farngrün. Farngrün. Ja, ist halt nur ein Schlachter gedacht. Motorhaube haben wir schon mal hier auch gemacht. Sehr gute M52 Motor. Nur einlassseitig war noch. Und ein bisschen hat er da wohl damals geleckt, hä? Ach, ist egal. Der hat irgendwie so einen Eigenbau. Ne, wie heißt die Marke vom Auspuff? Die Umbauer. Einzelanfertigung. Hört euch den an, der hört sich echt gut an. Auf jeden Fall startet der Motor. Oh, Kondenswasser! Aber der hört sich echt gut an, Leute. Auf Kamera kommt er nicht so gut rüber. Ja, auf Kamera hat man bestimmt mal, die Wasserspritze gesehen. Guckt euch das Lenkrad an. Zustand ist auch in Ordnung. Ja, und der hat ja die Sitze, ne? Die wir auch im Coupé haben. Sitzheizung hat er. Funktioniert sogar anscheinend. Eigentlich gutes Auto. Himmel, kennt ihr ja selber das Problem. Aber für einen Schlachter ist es gut. Also ja, geiles Auto. Leider können wir ihn nicht fahren, weil die Antriebswellen ausgebaut sind. Die hat er für seinen anderen gebraucht. Eine, ne? Ja, eine, glaube ich. Ja. Und ja, wir laden den mal auf und dann fahren wir zum 1er Cabrio. Bis gleich. Ist kein Original-Cut drin. Ja. Sollte passen, oder? Nee, das passt nicht. Warte, ich... Ja.
Podcast. Ich bin der Mehmet. Sam ist in der Kamera. Moin. Sam ist am Auto. Und es geht wieder um den E30. Freunde, ihr wisst, dann habe ich den Motor ausgebaut. Wollten 318 ES Motor reinbauen. Und da haben auch viele zu mir gesagt, ey Mehmet, warum baust du ihn nicht auf 6 Länder um und so? Ich sag, ja, aber ich habe doch den Motor liegen, Digga. Lass doch den reinbauen, dann gucken wir mal, was nachher passiert. Ja, daraufhin habe ich wollte ihn mal reinhängen. Ich gucke, oh, Ölwanne passt nicht aus. Oh, scheiße, ich brauche die 323. Ne, ich brauche vom E36 Achsen vorne. Ja, ich guck Achsen, ich denke, okay, ich muss Bremsen kaufen, Achsen kaufen, so eine Scheiße, Alter. Fahrwerk da, müssen wir auch kaufen. Da muss ich die Hinterachse auch umbauen. Genau. Ich denke, so eine Kacke, Alter, das kostet mich ja mehr als so. Ich geguckt, gemacht, getan, bam, finde ich einen 323 TX wegen. Sechszylinder, 2-3er, handgeschaltet. Was sagt ihr, Leute, die schönste Farbe vom BMW, oder? Ja, wir können komplett alles übernehmen, Freunde, wir können komplett alles übernehmen. Ja, schöner 323 TX, ne? Wir gucken mal, wenn wir ihn abgeladen das haben. Das mit der Farbe war natürlich Spaß, das ist die hässlichste. Also ich finde das echt eigentlich richtig geil, weil ich habe leider gerade keinen Schlüssel, der wird ja gerade geholt. Innenraum ist ein M-Lenkrad gerade drin, Bohr-Bohr-Sitze, also eigentlich geil, ne? Und hier hat auch die Schneller hier. Ja, was sagst du dazu? Freunde, schaut euch das mal an hier, sogar ein Sportauspuff drunter. Nicht original, ne? Ja. Ich meinte ja, das sind Bohr-Bohr-Sitze oder so, ein Sportsitz auf jeden Fall. Geile hier Dinge, ein geiles M-Lenkrad. Alter, das Ding hat Klima! Können wir aber nicht umbauen. Das oder? Ding hat Klima, ich weiß es nicht. Sitzheizung hat es. Also die Sitze sind schön. Also ja. Die können wir irgendwie übernehmen eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, ob die in den E30 reinpassen, aber. Ja, machen wir schon passend irgendwie. Hier, also der hatte von innen M-Paket gehabt. Schwarzer Himmel hier. Ja, geile Karte, Digga. Also hey, komm, eigentlich rein. Nicht schlecht, ne? Ich bin rein. Ja, eigentlich wirklich nicht schlecht sein. Starten tut er aber nicht, ne? Doch, startet. Also, Antriebswelle ist nicht drauf. Start ihn einmal. Gib her. Gib raus. Ja, Freunde, ich habe mir gedacht, kaufe ich lieber ein ganzes Auto, Alter. Dann baue ich den komplett um, bevor ich irgendwie jedes Teil einzeln kaufe. Ja, einig. So, starte ich mal. Starte. Oi, 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 mashallah. Ja, wallah geil, hey. Oder nicht? Geht. Hey, aber Felgen gehen auch, bevor wir andere kaufen. Ja, Freunde, der ist wirklich nicht schlecht. Schön. Los! Was will er nicht mehr? Komm. Alter, jetzt hängt die Karre fest hier. Ja, geht. Lass rollen! Wallah, nicht schlecht. Mach mal Haube auf. Boah, Mashallah, ey, ey. Mach mal den BMW-Test hier. Alter, geile Karre. Hier, einmal hier den Filter rausnehmen. Geile Karre, oder? Guckst du was? Hey. Ah, meine Finger gehen nicht direkt rein, hey. Egal, hey. Ja, machen wir wann anders. Meine Finger gehen da, ja, Stefan, Finger gehen rein. Ja, wir wollen noch Luft wieder gucken. Und? Ah, was ist das denn hier, ja, Mann? Hier, schon wieder. Wallah, nicht typisch gut. BMW. Nicht gut. Unten ist der Gasdruck, das Tempomat-Gasdruck. Ja. Das ist nicht schlecht. Theoretisch fast der gleiche Motor wie von meinem 7er. Aber der läuft gut. Finde ich auch. Hey. Auch hier, man hört auch keine Fehlzündung oder so. Warte, Alter, auch hier auch schon ein bisschen geil. Sound hat der auch. Alter! Geil, Alter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, bin ich ehrlich. Wirklich jetzt. Freunde, ich habe 1000 Euro bezahlt für die Karre. Okay, mit Abholung hat mich das schon ein bisschen gekostet. Aber wenn ich losgehe, Achse, Max, alles selber kaufe, wäre zu teuer. Also das Ding ist, ich sag mal so, hier hast du noch gut Teile. Beispiel unser E36, der rote, hat keine Mittelarmlehne. So, stimmt, haben wir eine Mittelarmlehne. Also Sitze finde ich nicht schlecht, weil die hätten wir vielleicht umbauen können, wenn die reinpassen, ich weiß es nicht. Ich glaube, die passen aber nicht. Ja, okay, hier ist schon ein Loch, aber die passen, glaube ich, nicht im E30 auf jeden Fall rein. War nicht schlecht. Hey. Auch hier, geiles M-Lenkrad, ne? Ja, das finde ich nicht schlecht, die Karre. Geil. Hatte. Ist gut. Klima ist leer. Alter, wurden wir hier beschissen oder was? Was soll das? Klimaanlage geht nicht, Stefan. Aber soll ich euch mal was sagen? Alter, alle Schlüssel. Guck mal, alle Schlüssel dran. Sogar der Plastikersatzschlüssel ist dran. Alter, normalerweise hätte ich die Teile nicht gebrochen. Ich schwöre, ich hätte ihn fertig gemacht. Hey, schön geil, Handreißer, 323, 170 PS, ja, die gehen gut ab. Ich sag dir aber ganz ehrlich, das gefällt mir gar nicht. Sieht aus wie ein
reparierter Totalschaden. Ja, aber der bockt aber beim Fahren, ne? Also der geht richtig zur Sache, ne, beim Fahren. Ja. Hey, der geht richtig zur Sache. Das stimmt. Also, nein. Vom Sound her hat er mich schon überzeugt, wirklich. Sound? Also er hat wirklich nur, der war ja komplett die Karre. Ja. Der hat nur Parteien rausgebaut. Egal, wir wollen die Technik haben. Wir wollen die Technik haben. Ja. Und diese geile Technik geht in den E30 rein, Alter. Das wird brutal, Digga. Tamam, hatte. Komm. Nein, nein. Freunde, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Rauf auf die Bühne, die Karre wird geschlachtet. Und das Gute ist, ich habe auch noch viele Teile für den Innenraum für den roten E36. Haben wir auch mal ein paar Sachen, die sitzen auch nicht schlecht, der hat die Sport. Und er hat auch, gut, wir haben auch das M-Lenkrad drin, aber das könnte Beispiel Jan in seine Reihe machen, weil das hat Airbag. Das ja, passt nämlich in Jan sein rein. Doch, das ist wieder der gleiche Quatsch wie bei meinem 7er. Ja, okay, Freunde, was machen wir jetzt die Tage? Wir zerlegen die Karre komplett. Wir schlachten das Ding komplett aus. Wenn er nackt ist, dann nehme ich ihn auf den Stapler, nehme die Karre von der Bühne, kriegen wir noch den Stapler weg. Ja, kriegen wir. Ja. Kriegen wir hin. Ja, genau. Ne? Wir schlachten die Karre jetzt komplett aus, dass er jetzt mal komplett nackig ist. Und dann geht es nächste Woche oder jetzt, keine Ahnung, wann Zeit ist, dann bauen wir die Karre um, Alter. Mal gucken, wie die Technik da reinpasst. Mal gucken, wie viel Arbeit wir haben. Also ja, die Entscheidung auf den Sechszylinder habe ich immer schon gehabt, aber ich habe mit ein paar Leuten telefoniert, die wollten für einen 325er Umbau 6.000-7.000 Euro haben. Ich sag hier, Alter, Vogel. Ja, vielleicht jetzt, ist Leute, das Ding ist, guck mal, wir haben jetzt das Problem mit Motor gelöst. Wir haben jetzt auch noch ein zweites Problem gelöst, dass der Lochkreis von 4x100 auf 4x120 ist das, ne? Nee, das ist 4x100. Oder 4x100 auf die Standard 5x120 kommt. Genau. Dass du da viel mehr Auswahl für Felgen hast. Ja. Dann haben wir hinten noch Scheibenbremsen, was wir vorher nicht hatten. Genau. Wollte ich gerade sagen, auch wegen der Eintragung, die Bremsanlage vorne ist ja größer, passt auch schon wegen PS-Zahl. Also mit dem 1000, den wir hier bezahlt haben, haben wir komplett, also der Umbau steht fest. Also das ist das Umbau-Kit. Das ist der Umbau-Kit, auf jeden Fall. Leute, wenn wir uns umentscheiden, auf Turbo irgendeinen Scheiß umzubauen, die Bremsen vorne kannst du direkt auf M3 umbauen, da ist alles gleich. Hat dich so auch gemacht. Ja. Und das Allergeilste ist, Sechszylinder, ihr habt recht. Und der 2.3 hat 170 PS. Also der alte von dem E30, der hat nur 150 PS gehabt. Und den habe ich früher gefahren und er ging gut ab. Wirklich, also ich glaube, das Ding wird damit fliegen. Das Ding wird damit fliegen, glaube ich. 170 PS, hier nochmal ein bisschen was machen an dem anderen Ansauger vielleicht rein. Bisschen hier, ja, bisschen was machen. Also Ansaugtrümmer. Vielleicht hier offenen Sportluftfilter mit Carbon Airbox. Hier vielleicht einen Turbolader hinmachen, dass er hier schön sitzt. Oder ja, hier gucken, schön Luft einsammelt. Auch. Kompressor auch. Ja, warte mal, hat er eine Sekundärluftpumpe? Nein. Heißt ist sogar, egal, ich könnte man sogar eingetragen bekommen, Kompressor. So, Freunde, dann gucken wir mal einfach weiter. Gleich geht's weiter. Wir heben die Karre hoch, zerlegen jetzt das Auto. Ja, Freunde, es geht weiter. Ja, was hat sich Jan gemacht? Jan hat ein bisschen die Kiste zusammengebaut. Was haben wir gemacht? Kotflügel eingestellt, Tür wieder eingestellt, dass alles schön schließt. Einigermaßen jetzt, ne? Ja, also auch wieder eingestellt, die Türpappen zusammengebaut, Fensterhebeile zusammengebaut an der Karre. Ja, jetzt sieht er ein bisschen nach Auto aus. Jetzt kriegt er das schöne Lenkrad, zeig mal. Genau, Jan baut das Lenkrad um, auch geil. Eigentlich geil. Das Einzige, was ich nicht ganz so geil finde, ich weiß nicht, die Nähte passen gar nicht. Ja, warum Auto? Gelb, ne? Hätte er jetzt irgendwas anderes gemacht? Ja, rot hätte auch jetzt, aber das passt mit dem Knopf, Startknopf, Mann. Ja, Mann. Ehrlich, Mann, das stimmt, ey. Ja. Ich schon was dabei gedacht, Digi. Holla, ne, ist doch nicht blöd. Ey, das war schon irgendwie was dabei. Oder nicht? Ja, und die Dings hast du hier umgebaut, ne? Diese dann habe ich hier die Leisten umgebaut. Der hatte vorher ja halt dieses Standard, gebürstetes Silber oder was das ist. Falls einer Interesse hat, melden. Ja, Freunde, also die Karre geht eigentlich. Ne? Ich habe jetzt so einen Spanner bestellt und nächste Woche kommt ein Spanner rein, ein anderes Öl mal rein, probieren. Also die Kette ist nicht so derbe laut, aber ich glaube, irgendwann müssen wir die Mund machen, Jan, ne? Wir probieren das mal, oder? Ja. Wir probieren statt das mal. Sich um die Kette zu kümmern, habt ihr erstmal das Optische gemacht. Ja, halt hier zusammengebaut, ne? Einmal, dass es wenigstens von innen ist wie ein Auto, der Unfall gemacht wurde. Vorne muss ich gucken. Da der M-Paket nachgerüstet, da sind die von der Waschanlage, die Düsen hängen da irgendwie rum. Sprich, ich muss später den Stoßfänger nochmal abnehmen oder abnehmen und schauen dann, warum die da einfach so hängt. Ja. Und lackieren müssen wir hier, ne? Na komm, lass mal zum E36. Ja, Karre ist falsch zerlegt. Ihr seht, also wir sind jetzt dabei, Motor rauszureißen, Getriebe rauszureißen. Muss ich eigentlich nur noch hier die Stabi wegmachen, Lenkgetriebe wegmachen? Ja, aber wollen wir das Getriebe trennen? Ich
Ich würde mit Getriebe rausnehmen eigentlich. Ja, eigentlich scheiße. Also ich bin ja gerade wieder bei den Ausbau. Aber ich finde aber nachher mit Getriebe extra reinmachen, ist viel angenehmer, als das komplett alles reinzuhauen. Ja. Weil vielleicht gucken wir uns doch die Kupplung an. Neue Kupplung ja, kann auch nicht schaden, wenn wir schon dabei sind, oder? Draußen dann aus. Ja, und alle Dichtungen neu, oder? Und alle Dichtungen neu, oder? Die Wanddichtung kann auch neu machen. Genau, wenn er draußen ist. Ja, Freunde, es ist soweit, wie ihr seht, wir sind dabei. Das reicht heute, gleich Feierabend. Ja, soweit sind wir gekommen und ja, morgen geht weiter, Auto komplett zerlegen und dann raus die Karre. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren. Der Umbau wird ein paar Tage dauern. Komm, ich schicke noch viele Videos von dem Ding. Mal gucken, ob alles so klappt, ob das Ding so reinpasst, ob das Steuergerät so passt ist. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was auf uns zukommt. Ne? Dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Ciao. Ciao. Blessings falling on me. I got weapons, need no armor. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay.